Herr Hartleb, aber an Sie einfach die Frage, würden Sie mitgehen, dass es eher eine kulturelle Bedrohung ist und nicht so sehr eine Bedrohung der wirtschaftlichen Lage, dass das eine Reaktion hervorruft? Ja, die Frage lässt sich wahrscheinlich am besten beantworten, wenn man die Wahlergebnisse von den Parteien jetzt im Zuge der Euro-Währungskrise oder generell der Finanzkrise sieht. Und da besteht sich eigentlich der Befund, dass meistens extremistische, populistische Parteien gar nicht direkt davon profitieren, also das heißt von der Krise. Wobei hier das Bild sehr vielfältig ist. Also wir haben natürlich den Extremfall, wurde schon angesprochen, mit Griechenland. Griechenland fast das Failing State, muss man natürlich extra betrachten, aber es ist doch so, dass es zum Anstieg kommt von populistischen, extremistischen Parteien, ja nicht nur in den Peripherieländern oder gar nicht in den Peripherieländern, ich spreche mal von Ländern, die betroffen wurden von der Krise, Spanien beispielsweise, wo es eben keine solche Parteien gibt, sondern eben sehr stark von Ländern, die eben zahlen müssen. Also das größte Beispiel oder das beste Beispiel dafür war in Finnland, wo dann eben eine Partei sich neu entwickelt hat, die waren Finnen, mittlerweile die Finnen, die eben aus dem Stand heraus 20% geholt haben, einfach mit der Losung, warum sollen wir Finnen für die Portugiesen damals eben für die Rettungspakete zahlen. Das Bild ist sehr, sehr vielfältig, was vielleicht zur Beruhigung beiträgt, also trotz dieser Einstellungen, die es gibt, ist es, dass es den Parteien bislang noch nicht gelungen ist, eine Alternative aufzubauen. Das heißt, es gibt keine Alternative zur Krisenpolitik, zum Krisenmanagement und es gibt auch in dem Sinne keine populistische, extremistische Internationale im europäischen Level. Also das ist so, dass es zwar Versuche gibt im Europäischen Parlament, aber dass es eben und verschiedene Gruppierungen gibt, wo die Parteien sich zusammenfinden und dass es eben auch an der und Unterschieden zwischen West- und Osteuropa sehr stark scheitert. Aber vielleicht ist das ja auch gerade das Problem, weil die Analyse eben nicht da ist, deshalb ist es auch so schwer, eine Lösung zu finden. Ja, es ist auch schwer, eine Lösung zu finden und die Feindbilder sind auch unterschiedlich. Also Matthew hat ja sehr stark jetzt aus dem westeuropäischen Kontext heraus argumentiert. Die Furcht vor dem Islam ist in Zentral- oder Osteuropa gar kein Thema. Hier geht es Ihnen um die von Ihnen angesprochenen Roma, beispielsweise in Ungarn, wo eben eine Partei, die eben gegen Roma hetzt, die Jobbik-Partei, nach einer erfolgreichen Transformation fast 20% der Stimmen geholt hat. Also hier ist ein großes Problem. In Ungarn, 1 Million Roma von 10 Millionen, 10%, gibt gar keine offiziellen Zahlen, mit viel Leben. Und diese Partei hat eine paramilitärische Garde gegründet, also Zustände von der Zwischenkriegszeit, wo wir eigentlich gedacht haben, dass wir die überwunden haben. Ähnlich wie in Griechenland mit der Goldenen Morgenröte, die Partei, die eben auch eine paramilitärische Garde gegründet hat. Aber um das nochmal zusammenzufassen, die Feindbilder sind sehr verschieden und es gibt eben ein sehr, sehr heterogenes Bild von Parteien. Es gibt verschiedene, wie wir sagen, Winning-Formulas. Es gibt Euroskeptizismus, es gibt Immigrationsfeindschaft, es gibt auch den wirtschaftlichen Aspekt. Man muss sich eben die einzelnen Parteien ganz besonders im Detail anschauen, um dann eben auch zum Urteil zu kommen. Die Parteien unterscheiden sich auch sehr stark voneinander, auch was die Radikalität, das Verhältnis zur liberalen Demokratie anbetrifft. Also hier gibt es manche Parteien, die gemäßigt sind, wie jetzt die Finnen, oder es gibt eben manche, die eben sehr, sehr stark extremistisch sind, wie in Deutschland beispielsweise die NPD. Aber es hat immer was mit Unbehagen und Angst letztendlich zu tun, oder Frau Schellenberg, ist es das? Also wenn wir, Sie sprachen von der kulturellen Bedrohung, andere fühlen sich vielleicht wirtschaftlich bedroht. Und also ist es das immer, dass Auslöser für ein rechtsextremes Verhalten etwas ist, dass ich mich in meinen, ja, also dass ich mich unbehaglich fühle, dass ich Angst habe? Es ist sicherlich richtig, dass es ein Phänomen ist, was ganz unterschiedliche Ursachen hat und was sehr unterschiedlich auch in der Wissenschaft, in der Forschung erklärt wird. Ein Aspekt sind sozioökonomische Erklärungsansätze, das hatte Matthew auch kurz erwähnt. Also da geht es darum, dass Rechtsextremismus oder Rechtsradikalismus als Folge von gesellschaftlichem Wandel begriffen wird. Also da geht es um die Modernisierungsverlierer, um soziale Exklusion, um die Angst vor Arbeitslosigkeit etwa, um relative, das nennt man so im Fachbegriff, relative Deprivation, was bedeutet,
dass man das Gefühl hat, abzusteigen. Es muss gar nicht unbedingt so sein ökonomisch, aber man hat das Gefühl, dass man absteigt, dass man nicht mehr das Prestige hat, das man einst hatte als Berufsstand, als Individuum. Das sind so die sozioökonomischen Erklärungsansätze. Dann die politischen Erklärungsansätze, die eben Defizite in der Demokratie sehen, in der repräsentativen Demokratie. Die Menschen fühlen sich, einige Menschen fühlen sich nicht mehr repräsentiert von Politikern, von der Politik, stellen in einigen Ländern mehr, in anderen weniger die Demokratie an sich in Frage. Also in den westlichen Ländern wird die meistens so nicht in Frage gestellt. In den östlichen, osteuropäischen Ländern ist es teilweise so, dass die Demokratie nicht als einzige Alternative mehr begriffen wird und dass man durchaus sich zurücksehnt in autoritärere Strukturen, die dann auch nicht mehr demokratisch sein müssen. Das politische Erklärungsansätze. Ein anderes ist die Fragen nach Legitimation der Europäischen Union. Also gibt es da eine Legitimation, so einen politischen Rahmen zu haben oder eben nicht. Aber unabhängig von diesen zwei Erklärungsansätzen finde ich auch sehr wichtig, auf diskursanalytische Erklärungsansätze zu schauen. Denn die Frage ist ja, ist es wirklich so, dass Immigration, dass Einwanderer ein großes Problem für die Gesellschaft darstellen? Das ist vielleicht ein Aspekt. Aber ist es nicht auch so, dass soziale Problemlagen, individuelle Ängste und so weiter ethnisiert werden, dass Probleme verschoben werden, dass Diskurse, Debatten geführt werden, die aufgeladen sind von Rassismus, von Abwertung gegenüber bestimmten Menschengruppen. Ich glaube, dass wir das auch in den Blick nehmen müssen. Jetzt könnte ich noch weiter erzählen von zwei weiteren oder noch mehreren Ansätzen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einen integrativen Erklärungsansatz zu haben, wo man eben verschiedene Disziplinen auch mit berücksichtigt, auch die Psychologie, was da eine Rolle spielt, was Sie gesagt haben, was die Ängste, die individuellen und gesellschaftlichen Ängste für eine Rolle spielt. Da muss man ganz breit ausholen und ganz genau analysieren, um zu Ergebnissen zu kommen. Das ist ja genau der Punkt, also diese Ängste aufzunehmen, das, warum bestimmte Populisten halt eben dann doch da so erfolgreich sind. Ich würde da gerne nochmal nachhaken, Monsieur Godwin, bei der Frage nach der kulturellen Bedrohung, geht es darum, dass wir nicht ernst nehmen oder dass die Politik nicht ernst nimmt, wie stark oder wie wichtig es ist, also diese Identität zu haben, und können die rechten Parteien darauf antworten? Also bieten die den Menschen denn eine andere Identität oder die Stärkung ihrer Identität? I think the word discourse here is quite important, in the sense that what many of these parties are doing is offering a very compelling and very convincing narrative if you are already concerned over the issue of immigration. And that narrative is compelling in the sense that it's not simply about anxiety over immigration per se, as it is conflated into a far grander struggle about the threat that poses to the survival of your group over the long term. The big argument within many of these organizations is that the ethnic and increasingly cultural survival of your group is under threat of extinction because of high birth rates within Muslim communities, high birth rates within minority communities, and many of these organizations are pointing to certain cities, for example, in the UK, while Coventry is 30 or 40% minority ethnic communities, when those communities become the majority, this will be seen as a tipping point in society, as an example of that threat coming home. And I think what's added a sense of legitimacy to that narrative is that many of the things that the far-right parties are pointing to increasingly, some of which are happening in the sense of certain towns and cities. I mean, the classic example in the UK is Bradford, where the far-right has long been arguing that Bradford has become a sort of majority ethnic town, ethnic city, and has attributed all kinds of problems to that around crime and violence and so on. But what the far right does quite well is uses official government statistics in order to legitimize its narrative
around these threats to the extinction of your group. And it's very difficult, therefore, for political parties to meet that narrative by saying, actually, this is not taking place to the extent that you are claiming, when they are using official government statistics to do that. So the point, I think, is that if there is a response around this that's going to be effective, it has to be a far more compelling case for what diversity brings society, not just the economy. It has to be around making the social and cultural case for diversity as much as the economic case for diversity. But just quickly before I carry on, Florian was absolutely right to mention the distinction between East and West. The more worrying significant trends in Europe right now are not in Western Europe, they're in Eastern and Central Europe. We had some analysis 2 days ago by somebody in Hungary tracking public opinion since 2003, and has shown that public receptiveness to core far-right ideas has been on the increase consistently since 2003, and is now estimated between 50 and 55% of the population would endorse certain notions of the far-right agenda. Those trends are far more worrying than trends that we've been seeing in France or UK or Germany or Norway. So just an observation. Ja, da würde ich gerne nochmal anschließen. Wenn wir das jetzt so hören, dann erinnert das ja so ein bisschen an die Debatte, die wir geführt haben nach dem Erscheinen des Buches von Thilo Sarrazin. Also die Frage, wie man mit Statistiken und eine bestimmte Stimmung hat, dann fragt man sich aber, wenn das so ist, warum gibt es denn dann hier in Deutschland nicht noch mehr Zulauf? Also hier gibt es ja eine gefühlte Wahrheit, wenn man sich sieht, wie dieses Buch verkauft worden ist. Das wäre die eine Frage. Oder machen wir das erstmal? Also konkret diese Frage, wenn wir so darüber sprechen, dass es wirklich um dieses Thema Migration geht und das Thema sich fremd fühlen. Wenn das von den Parteien nicht aufgenommen wird und es um diese kulturelle Bedrohung geht, dann müsste man doch hier eigentlich, müsste eine Partei, die das sich auf die Fahnen schreibt, doch viel erfolgreicher sein. Ja, Sie sprechen einen hochinteressanten Punkt an für die deutsche Diskussion, denn immerhin hat ja Thilo Sarrazin mit seinem Buch einen Treffer gelandet, zumindest rein quantitativ, denn sein Buch ist das erfolgreichste politische Buch in Deutschland geworden seit 1945. Kann man sagen darüber, was man will, aber das Buch stand monatelang auf Platz 1 in den Bestsellerlisten, und das ist doch insofern erstaunlich, als sich das Buch gar nicht leicht liest. Also wer mal das Buch gelesen hat, der findet hier, sage ich mal so, trockene Statistiken. Haben wahrscheinlich auch nicht so viele gelesen. Wahrscheinlich nicht. Also ja, Hitlers Mein Kampf hat auch keiner gelesen. Aber also es liest sich absolut unspannend und ist eigentlich nur wirklich für Experten und mit den Statistiken. Was wahrscheinlich hier der Ausschlag des Erfolgs war, um die Frage gleich dann zu beantworten, von Sarrazin, war eher, und das ist auch wichtig, was man immer wieder sieht, was man auch deutlich gesehen hat, mit Blick auf den Erfolg von Jörg Haider in Österreich in den 90er Jahren, der jetzt fortgesetzt wird durch Heinz-Christian Strache, die Rolle des Tabubruchs. Also bei Sarrazin war im Grunde der Tabubruch, dass er die Immigrationsdebatte aufgeladen hat mit rassistisch-biologischen Mustern. Ja, also er hat sozusagen ganz sozialdarwinistisch argumentiert. Und das war der Tabubruch. Und oftmals sind eben solche Parteien gerade in der Immigrationsdebatte dann erfolgreich, wenn sie eben einen Schritt weiter gehen, als eigentlich der gesellschaftliche Konsens erlaubt. Das hat man in Österreich gesehen, in Kärnten, wo dann Haider bei seiner letzten Wahl, kurz vor seinem Tod, eben auch Auffanglager, wie es dann in Österreich heißt, errichtet hat. Das hat man gesehen in Griechenland eben mit der Debatte auch um solche Camps. Und offenkundig ist es eben so, dass dieser Tabubruch offenkundig Zuspruch findet. Warum es in Deutschland trotzdem nicht zu einer Sarrazin-Partei gekommen ist, es hängt meines Erachtens an vielen Faktoren. Es fehlt in Deutschland die einigende Kraft. Also es gibt in Deutschland keine charismatische Führungsperson. Es gibt eine Vielzahl an Gruppierungen, die sich ständig fusionieren, trennen, einigen. Beispielsweise gibt es jetzt gestartet mit Pro Köln, Pro NRW, jetzt gibt es Pro Deutschland, die eben in Berlin das Schmähvideo zeigen wollen. Es gibt die NPD, es gibt Bürger und Wut, es gibt wirklich eine Vielzahl an Gruppierungen. Es gibt NPD, DVU, die wollen sich fusionieren, es klappt aber nicht richtig. Also es gibt hier Republikaner, also es gibt eine Vielzahl an Gruppierungen, an Kleingruppierungen, denen aber es
fehlt an einem Zusammenhalt. Dann ist es auch in Deutschland so, dass das System sehr föderal geprägt ist. Es ist auch ein Hemmnis. Also bislang haben solche Parteien eher Erfolge gehabt in Stadtstaaten. Hamburg, Schildpartei 2001 mit fast 20%. Man hat sich auch in Berlin gesehen mit der Piratenpartei als Einstieg, aber in Stadtstaaten. Und die föderale Struktur ist doch sehr, sehr hemmend für solche Parteien. Und dann ist es doch so, dass also trotz des Sarrazins-Erfolgs, dass es in Deutschland doch eine sehr kritische Öffentlichkeit gibt. Es gab ja auch große Proteste gegen das Sarrazin-Buch. Und es ist doch so, dass die mediale Öffentlichkeit solchen Tendenzen sehr kritisch gegenübersteht. Und dass eben auch in Deutschland, gerade auch was die Forschung zum Rechtsextremismus anbetrifft, doch sehr viel Arbeit geleistet wird und dass eben sehr, sehr viel auch geschaut wird, wie sind europäische Entwicklungen und dass generell eben auch die Medienöffentlichkeit sehr kritisch berichtet, wobei man sagen muss, und da bin ich, damit schließe ich ab, mit Blick auf NSU, auch sehr schwankend. Also oftmals fehlt so diese kontinuierliche Berichterstattung. Also es geht meistens so wellenartig. Also auch wenn ich erinnere an die Debatte mit dem NPD-Verbot, es kommt dann wieder im Sommerloch, aber es fehlt so ein bisschen, was Matthew eben auch gemacht hat mit seiner Studie. Und was auch eines der Ergebnisse der Studie ist, eben auch wichtig, dass man eine längerfristige, sachliche Beobachtung führt und eben nicht nur, wenn gerade der Politiker irgendwo in die Schlagzeilen kommen will. Ist das genau das Versäumnis der Politik, Frau Schellenberg, dass man immer nur so ja, an bestimmten Punkten, wenn es hochkocht, wie bei Sarrazin oder bei NSU, dann versucht darauf zu reagieren und eben nicht, eigentlich nicht eine wirkliche Strategie dagegen hat, weil man denkt, ach, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht? Also ich glaube, dass es in Deutschland ein ganz grundlegendes Problem ist, dass wir keine umfassende Strategie gegen Rechtsextremismus entwickelt haben, obwohl es immer wieder so Häppchen gibt, Bundesprogramme, die dann nach politischer Couleur immer wieder neu erfunden werden müssen. Es gibt keine Kontinuität und es gibt keine Gesamtstrategie, die sich auf verschiedene Bereiche erstrecken würde. Daran mangelt es und da müsste, also ich kann auch nicht nachvollziehen, warum es da keine besseren Ansätze bisher gibt. Nimmt man das Problem nicht ernst genug? Ich glaube, dass es ein sehr politisiertes Thema ist in Deutschland, dass man das Problem hat, dass man in Deutschland vor allen Dingen dieses amtliche Extremismuskonzept hat, wo man ganz natürlich zwischen Rechts- und Linksextremismus unterscheiden muss und eine gewisse Befangenheit in dem Umgang mit diesen Themen dadurch ist, dass sich Rechte mit Rechten identifizieren und Linke mit Linken. Also es ist ein ungutes politisches Klima gekommen, was die Debatte unsachlich erschwert. Und man sieht, also wenn man sich die verschiedenen Akteure in Deutschland anguckt, dass sich in den letzten Jahren, also gerade wenn man es die letzten Jahre sich anguckt, dass sich doch bei einigen Akteuren viel getan hat. Also gerade auf der Bundesebene wird das Problem meistens besser, also kontinuierlich besser angegangen. Großes Problem stellen kommunale Politik und regionale Politik zum Teil noch dar. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland sind, wie man jetzt mit der Aufarbeitung der NSU-Sachen sieht, ein ganz grundsätzliches Problem auch. Sehr gut in Deutschland sind, glaube ich, die Medien erstaunlich gut. Das wird in anderen Ländern sehr stark kritisiert. Teilweise, ich glaube, in Großbritannien hat der BBC sich auch einige Ehren im Umgang mit Rechtsextremismus da doch durchaus erkämpfen können. Aber in vielen Ländern wird es sehr kritisiert. In Deutschland hat man sehr wachsame Journalisten, die sehr viel auf die Agenda setzen, denke ich, was zu einer großen, stärkeren Auseinandersetzung mit dem Thema führt als in anderen Ländern. Ich würde gerne die Diskussion öffnen, wenn es Fragen gibt oder Anregungen, sind Sie herzlich eingeladen. Sollen wir das mit dem Mikrofon machen oder geht es so, dieses Mikrofon? Trauen Sie sich. Vielleicht durfte ich noch eine kleine Sache anfügen. Ja klar, solange kann jetzt jemand noch mal überlegen. Anfügen. Also ich denke, dass in Deutschland hat man keine starke rechtsextreme Partei, aber wenn man sich die Einstellungen anguckt, dann sind die ganz ähnlich und auch die Richtung, was die Einstellungen annehmen, also gegen welche Fremden sich vorwiegend geäußert wird, dann ist die Richtung genau die gleiche wie in anderen westeuropäischen Ländern. Es richtet sich vornehmlich gegen Muslime inzwischen. Das war vor 10 Jahren und vor 20 Jahren ganz anders. Also es gibt immer so Moden, wer der eigentliche Fremde ist. Heute sind es eben in Westeuropa die Muslime, die Roma sind es in Deutschland noch nicht so.
Ich denke, da steigen wir aber gerade ein in diese Problemlage. Nur ganz kurz ergänzend, also das ist so, dass wir in Deutschland keine erfolgreiche rechtsextremistische Partei haben, abgesehen davon, dass die NPD in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern im Landtag sitzt und dass die DVU punktuell erfolgreich war bzw. ist, aber dass doch, also neben der Frage der Einstellungen, die Gewalt, also die rechtsextremistische Gewalt in Deutschland sehr, sehr hoch ist. Und das ist eben so, dass wir schon eine Debatte auch führen müssen, warum das so ist. Und obwohl wir ja in Deutschland den Verfassungsgrundsatz haben der streitbaren Demokratie und auch die Möglichkeit, was ja seit 1990 auch in vielfacher Hinsicht passiert ist, Vereine zu verbieten und eben auch theoretisch Parteien. Das ist grandios, kläglich gescheitert mit der NPD, aber man hat eben die Möglichkeit, eben zu sanktionieren. Man hat auch fast international einzigartig Verfassungsschutzbehörden. Also das heißt, man hat, wie Frau Schellenberg angesprochen hat, man hat formelle Möglichkeiten, amtliche Möglichkeiten zuhauf, aber irgendwas scheint nicht zu funktionieren. Und eben, wie gesagt, im europäischen Vergleich ist in Deutschland die Anzahl von subkultureller Gewalt eben sehr, sehr hoch. Ich wollte noch was dazu sagen. It's a really interesting point about violence, because I was reading the German data, which other people in this room may know better than me, but my impression of that was that membership of extreme right-wing political parties was going down, whereas membership of sort of non-electoral neo-Nazi groups outside of elections was increased on previous years. And we're seeing a similar dynamic in the UK, where these organisations are sort of en masse abandoning elections and are going back to what they would call direct action in order to try and pursue their goals, which is where we've seen the emergence of the English Defence League and far more provocative combative forms of far-right politics. And I think there's a broader question behind all of that, which is that Europe has seen kind of post-war far-right parties from the early 1980s, late 1970s onwards, with the exception of Germany in the 60s with the NPD. And they've tried the ballot box strategy for 30 years, and you could make the case that, well, they failed to deliver their goals. They failed to deliver on their goals to their supporters. They haven't reduced immigration. They haven't stopped ethnic diversity. They haven't overturned the liberal democratic state if they wanted to. They haven't forced the introduction of referenda across Europe. And I don't know what your view is, but within the UK, I certainly pick up a sense on the forums and in the meetings and so on that there is a debate now within the far right about whether the ballot box strategy is the way to go. Looking over the last 30 years, has it delivered on everything that they hoped it would? So I think there's a broader strategic question behind that, which is not to say we're on the cusp of a new wave of violence and terrorism, but I think, like any social movement, I think they're beginning to think, is this the most effective way through which we can achieve our goals? Das ist sehr spannend, wie man die Ziele erreicht.